So, willkommen zurück. Pokémon als Team Rocket Boss mittlerweile. Wir gucken mal ganz kurz, dass wir in Zuchheim die Team Rocket Arena machen. Wir können allerdings unseren eigenen Leuten Pokémon stehlen. Voll geil, oder? Ich meine, wir sind der Team Rocket Boss. Die gehören eh alle uns. Müssen wir mal ganz klar so sehen. Sind unsere Pokémon ja eigentlich. Ach, guck mal, was ist hier denn noch? Okay, da kommt nicht der Cuttingmeister. Warum kommt der Cuttingmeister nicht hin? Aber jetzt ziemlich erbärmlich. So, alter Sack. Wir haben eine extra Runde gedreht. Gehen wir kurz hoch. Hier lang. Hier sind ganz viele Team Rocket Rüpel, die wir nicht brauchen. Und Hallihallo. Aha. Hast du die anderen Gym Leader? Oh, gut, Mr. Swift, dann, ja. Lass sehen, was du gemacht hast. Ich habe immer gewusst, dass mein Platz der Seite von Giovanni ist. Und meine Pokémon sind deshalb sehr gut trainiert und zeigen keine Gnade. Und du bist keine Ausnahme. Ja, dann zeig mal her. Wir haben nur noch Leaf vorne, ne? Egal. Ariana hat ein Arbok. Ah ne, wir haben King von. Okay. Haben wir King von? Warum das denn? Hä? Okay. Ich dachte Tatsache, wir hätten was anderes von, aber egal. Mal gucken. Okay. Ach, dann geh halt weg, King. Gott, bist du scheiße, King. Ah, Simsala, Uri Geller, du bist dran. Mit deiner Scheißattacke Psycho-Card. Erbärmlich. Erbärmlich, was du an Schaden machst. Okay, Uri Geller war auch ein reinster Reinfall. Auf jeden Fall mit der Attacke. Wir müssen mal gucken, was die für ein Basis... Hä, warum zieht der jetzt so viel ab? Ach, das war ein Critical. Weg mit dir. Und jetzt mit dem Poison. Hat das Gift nicht gemettert? Nein! Oh mein, ein Kramwurks? Das gab's in der Generation gar nicht. Es gab doch gar kein Kramwurks in der Generation. Hä? Was? Ja, wir sind gefickt. Wir sind Tatsache mega gefickt. Okay, das wird nicht geheilt. Warum hat das ein Pokémon, was es hier gar nicht gibt? Wie unfair. Komm, Uri Geller. Aber die ist echt stärker als die anderen. Und unsere Uri Geller ist immer echt.
Wir müssen mal zum Attacken. Also. Komm, Kay. Hast du dieses Geflor? Sei tot. Also es macht die ganze Zeit diese Attacke, die ewig lang dauert und am Ende bringt es halt gar nichts, ne? Also keine Kompromisse mehr, wenn es jetzt Muck einsetzt. Ich passe Muck. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas lernen können für Simsala. Weil so ist es ja absolut useless. Hypno. Alter, wie kann das denn sein, bitte? Hyper Potion. Das zieht so viel abgeführt. Was? Also Katastrophe ist das stärkste Pokémon der Welt und es wird von lächerlichen Hypno 7 Level unter mir jetzt gefistet. Ja, geht doch. Schön. So, was stehen wir denn? Was davon ist... Das Murkor kriegen wir nirgendwo her. Das stehen wir einfach mal. So. Ich hätte es kommen sehen. Wir sind wirklich in einer Anarchie. Das sind wir nicht. Wir stehen von Render gut. Ja, gut. Es ist Zeit, weiter fortzuschreiten. Du gibst es mir mal. Ich muss go. Ich folge Giovannis Beispiel. Beende die Arbeit, die er gestartet hat. Ende. Und neu beginnen. Okay. Nice. Guck mal ganz kurz, was die noch zu verkaufen haben hier, die Guten. Holy moly, 225.000 Euro. Live Orb. Die noch was? Wir wollen nichts stehen, können wir bei dem irgendwas Cooles kaufen? Heal Powder.
Okay, machen wir mal. Gut. Wir können ja sonst nichts mit dem bisschen Geld machen, was kommen. So, ich würde mal sagen, dann können wir Richtung Pokémon-Liga gehen. Das war ja unser Ziel. Aber erstmal machen wir jetzt Folgendes. Simsala, du hast mich jetzt zweimal enttäuscht, du bist weg. Und wir nehmen dich mit, Murkrow. Das gibt es eigentlich im Spiel gar nicht. Was? Also das ist schon komisch, dass gerade ein Pokémon gibt es hier eigentlich gar nicht. Also ein bisschen mal ausgenommen. Aber ansonsten, und es ist Murkrow. So, oder? Haben wir uns ein bisschen hochgecheatet mit dem Pokémon wieder. Hier ist kein Cutting-Meister leider. Wow. Ich würde mal sagen, wir gehen auf zur Pokémon-Liga. Hier geht's. Was? Geh aus meinem Weg, wenn du weißt, was gut für dich ist. Wer ist das denn? Giovanni? Nein, 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 du bist einer von diesen gut gekleideten Gaunern. Auf dem Weg, um einiges zu Pokémon von der Siegestraße zu klauen, ne? Nee, das ist nicht mehr mein Problem anymore. Gut. Was? Du hast es nicht gehört? Dann mach deine Ohren auf und hör mal zu. Und lies die News von morgen. Ist vorbei, ich bin nicht länger der Champ. Eine Dekade. Unbesiegte, ja, ist zu Ende gegangen. Ich kann es nicht glauben, es war ein kleines Kind von irgend so einer kleinen Stadt. Es ist total absurd. Und was machst du? Das ist kein politischer Sieg auf einer Schistenau. Ihr seid alle enttitelt und wirket was nie aus. Das ändert nichts, dass ihr verloren habt. Ihr seid immer noch nichts. Zeigt ihr wie. Oh mein Gott! Jens zeigt uns wie ein Real Champion. Scheiße, wir haben gar kein Eis-Pokémon, ne? Wenn er mit seinen Pokémon ankommt. Ich habe gerade große Probleme. Den Kampf kann ich, glaube ich, nicht gewinnen. Das ist jetzt eine gute Frage. Was machen wir jetzt hiermit? Wir ziehen ihm einfach mal gar nichts ab. Haben wir danach gespeichert? Nee, ne? Kann Gyarados nichts entgegensetzen, ne? Wenn er jetzt, der hat eine Eisattacke bestimmt. Wow. Okay. Was ein Qu Oh Gott. Was machen wir gegen seine ganzen Drachen? Wir brauchen unbedingt Eispuppen und das habe ich total übersehen. Katastrophe.
muss jetzt mit Psychokinese ihn wegmachen. Noch heilt er sich nicht, weil er nicht im roten Bereich ist wahrscheinlich. Deshalb jetzt Psychok... Nein, er macht... Ne, den Kampf gewinnen wir nicht. Ich wüsste nicht wie. Hyperstrahl. Nehmen sie nicht viel ab. Ach ne, jetzt heilt er ihn bestimmt schon wieder, oder? Ne. Okay, wir haben Garados besiegt immerhin. Aerodactyl. Versuchen wir es mal mit dem Fels. Wir haben keine Chance, die sind alle zu hoch. Zum Glück. Jetzt haben wir 2 besiegt von 5, aber es ist Wahnsinn. Jetzt haben wir ein Level-Up noch bekommen, das ist gut. Agonia Eis, was war das noch? Wir haben keine. Ich würde mal sagen, gleich kommt auf jeden Fall mal unser... Wenn wir es nicht schaffen, dann muss ich nochmal trainieren. So, weg mit dir. Machen wir den Kindra. Wie versuchen wir dich mal? Weil 2 Pokémon hat er noch. Okay, bitte jetzt nochmal. Nein! Warum trifft die Hydro-Pumpe jedes Mal? Kindra wäre auch nice. Versuchen wir folgendes. Oh mein Gott. Hat er schon so oft jetzt Hydro-Pumpe eingesetzt? Irgendwann muss er mal gut sein, oder? Oh ne, nicht full. Also wirklich, ohne Scheiß. Dieses Full Restore jedes Mal, das ist echt mega scheiße. Können wir eigentlich auch ansetzen? Ja, ist aber jetzt zu spät. Wenn wir es jetzt schon einsetzen, wenn wir verlieren, müsste ich nochmal trainieren, ne? Wir gehen jetzt mal Risiko.
Triff dich bitte noch einmal. Okay, es macht immer noch Dragon Dance. Ich weiß nicht, was für Attacken hat, ne? Aber im Moment bringt. Also Dragon Dance, wenn er das weiter benutzt, ist ja okay. Nur es darf halt nie angreifen. Dann sind wir jetzt komplett down erstmal. Okay, der ist auch tot. Kriegen wir es vielleicht doch noch hin? Ich habe. Es ist so knapp. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal gucken, dass wir irgendwas bekommen, dass wir. Es doch nochmal heilen. Ich möchte nicht verlieren. Was können wir gegen Dragoran machen? Welches Pokémon würde überleben? Versuchen wir es mal hiermit. Gut, es hat sich selbst verletzt. Wir haben noch einmal Psychokinese, was auch sehr scheiße ist. So, mal sehen, wie viel das abzieht. Nein, es lebt noch. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Wir nehmen Tavoga. Weil folgendes. Quick Attack hat Priorität und damit haben wir es besiegt. Ich bin am Halluzinieren. So. Ja, Kindra wäre sehr nice. Kinder, aber wir machen Dragoran. So. Ne, wie nennen wir ihn? Weil Dragoran so fett ist, ich weiß gar nicht. Nennen wir ihn Plauze. Liebevoll natürlich. Mein Dragoran, wie kann das passieren? Ich muss es ersetzen. Unglaublich, ein Punk wie du. Oh mein Gott, meine Emotionen haben meine Kampfstrategie ruiniert. Ich lass dich wissen, Mr. Mafioso. Was? Ich weiß, über dein kleines Game-Ecke-Versteck.
Ich warte darauf, bis es wirklich ein wirklich Spektakel wird, wenn ich dich in Arrest setze und bestrafe für deinen. Das sind dann die News, die kommen. Okay, der will mich dann nochmal, nachdem ich Champ geworden bin, wahrscheinlich killen. Ich werde euch alle Gangs in den Vorkrieg von Kanto zurückversetzen. Ich habe damals deinem Boss ja eine gegeben und den Tag gerettet. In letzter Sekunde. Und nun bin ich zurück. Und es hat mich einer besiegt. Gut. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja. Ich bin nicht fertig mit Kanto zu dieser Zeit. Ich bin immer noch in der Position, es zu verteidigen. Ich bin ein Teil der Top 4. Du wirst sehen. Neue Verantwortung, die ich bekomme. Okay. Ja, wir müssen uns einmal heilen. Sorry, dass mein Englisch so schlecht ist. Ich hoffe, du, ja. Ihr liest ja, was da drin steht. Wenn ich es falsch übersetze, es tut mir leid. Irgendwie ist heute nicht mein Tag mit den Englischkenntnissen, die hier sind. Wir müssen auch was ersetzen. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Auf Wiedersehen, Nido King. Du warst mir ein treuer Gefährte, du bist aber mittlerweile nur noch eine Lusche. Die Frage ist, ob wir Surfer brauchen. Wenn ja, haben wir ein Problem. Wenn nein, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob Dragoran Surfer lernen kann, das wäre sonst eine Möglichkeit, aber ich würde es erstmal versuchen ohne Surfer. Und wir gehen Richtung Siegestraße. Mit der nächsten Überfolgenlänge und dann sind wir schon fast dabei. Ja. Auf in die Elite 4 zu gehen. Wir werden einige Kämpfe haben und wir müssen tatsächlich noch was stärker werden. Wie ihr seht, das ist langsam. Es kommt unser Team da an Grenzen. Also das Level 50 sollten die Pokémon eigentlich schon bald sein. Müssen wir mal sehen, ob wir irgendwo nochmal trainieren. Vor den Top 4 muss ich auf jeden Fall trainieren. Aber nicht jetzt. Hier geht's zur Siegestraße. Was? Bist du ein realer Trainer? Ja, da ist sie. Entschuldigung, Mr. Smith. Ja, dann kannst du natürlich gehen. Mit dem Border Badge. Warte, müssen wir die gar nicht mehr gehen? Okay, Folge hat noch mehr Überlänge. Ich dachte, das kämen wir mal nach der Siegestraße. Natürlich brauchen wir Surfer. Hoffentlich haben wir jetzt irgendwas, was Surfer erlernen kann, sonst haben wir das nächste Problem. So, was kann es denn Gutes? Agility, Dragon Tail, Aqua Tail, Dragon Pulse. Ja, ist doof, aber Agility brauchen wir eigentlich nicht, ne? Machen wir es erstmal so. Aqua Tail ist nämlich eine Attacke, die physisch ist. Können wir uns immer noch anpassen, aber dann haben wir es erstmal. Mega Überlänge ist Wahnsinn. Jemand hier. Halt! Hier war es fürs Kokowai, glaube ich, gab. Jetzt noch den Erdohren.
Danke sehr. Gut. Und die Siegestraße ist am Start. Machen wir beim nächsten Mal. Gucken mal. Ich hoffe, wir brauchen keine Stärke. Bis dahin und auf Wiedersehen.